Willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es die 5 besten Übungen für deinen Bizeps. Jede von diesen Übungen hat eine richtig einzigartige Eigenschaft, die ja, die Übung dann praktisch in diese Top 5 Liste gebracht hat. Fangen wir an mit der ersten Übung, und zwar Schrägbank-Curls. Schrägbank-Curls, richtig gut, denn dadurch kriegst du den Bizeps in eine voll gedehnte Position und hast gleichzeitig extrem viel Last in der Dehnung. Das heißt, du hast hier eine Übung, die sehr viel von der Range of Motion vom Bizeps abbilden kann und gleichzeitig den Muskel extrem schädigen kann. Und das ist auf jeden Fall gut, wenn du Wachstum erzwingen willst, ne? Denn der Trainingsstress, sag ich mal, pro Satz ist dir schon extrem hoch, ne? Volle Dehnung, volle Kontraktion, volle Dehnung, volle Kontraktion. Und wie gesagt, super gute Übung für den langen Kopf. Einer meiner Favorite-Übungen, kann ich nur empfehlen. Schrägbank-Curls. Ihr werdet davon nicht so viel Volumen vertragen im Vergleich zu einer anderen Curl-Variante. Also wenn ihr im Stehen Curls macht, dann werdet ihr in der Regel nicht so viel Volumen verkraften. Also bei der Variante jetzt, ne? Die zweite Übung, die wir mal mitnehmen in die besten Bizeps-Übungen, das sind Hammer-Curls. Hammer-Curls ist jetzt nicht wirklich eine gute Bizepsübung, aber dadurch, dass wir den Brachialis vielleicht ein bisschen brachialer machen, kann der Bizeps vielleicht ein bisschen dicker aussehen, denn der Brachialis sitzt unterm Bizeps und sorgt dann dafür, eventuell, wenn du einen sehr brachialen Brachialis hast, dass der den Bizeps rausdrückt. Und das wiederum kann dafür sorgen, dass du Fake-Volumen auf den Bizeps oder beziehungsweise auf dem Arm bekommst. Und das wiederum sorgt dafür, dass der Bizeps vielleicht ein bisschen besser aussieht. Also der Bizeps sieht dank dem Brachialis brachialer aus. So kann man es, glaube ich, ausdrücken. Nächste Übung, und zwar, ihr wisst hoffentlich, dass der Armbeuger den Arm nicht nur beugt, also der Bizeps, der beugt nicht nur den Arm, sondern er dreht auch noch den Arm. Also er sorgt für eine Supination. Ja, das war Spanisch für eine Supination. Und im Endeffekt kann man das natürlich ausnutzen, indem man curlt und dabei eben die Unterarme rotiert. Curlen und rotieren. Curlen und rotieren. Und hier haben wir wiederum, wie gesagt, eine tolle Eigenschaft. Also wir haben eine weitere Funktion neben dieser Armbeugefunktion des Bizeps, und zwar die Supination. Und die kann man auch auf jeden Fall mitnehmen, wenn man eben alles abdecken möchte. Und wenn man, glaube ich, diese 5 Übungen durchgeführt hat, dann gibt es echt noch so Raritätenübungen, also für Liebhaber, sage ich mal. Mit den 5 Übungen, wenn du die eben durchrotierst, hast du wirklich alles durch. Und für die nächsten müssen wir einmal rübergehen, und zwar in den anderen Raum. Und in der Zwischenzeit, Freunde, wenn ihr auf der Suche nach einem richtig geilen Trainingsplan für euch seid, der individuell anhand von euren Daten euch die Gewichte vorgibt, dann schaut euch unbedingt das Trainingspedia Pro an. Dort habt ihr nicht nur diese Trainingspläne, das ist eigentlich nur das Sahnehäubchen oder so. Das Sahnetüpfelchen. Das ist die Kirsche auf der, der Sahne oder was auch immer, ich weiß, was ich meine. Sondern ihr habt auch noch ein komplett geiles Buch mit tausenden Guides. Nicht ganz so viele, aber ihr wisst, was ich meine, mit zahlreichen Guides, damit ihr euch spezialisieren könnt, das heißt Schwachstellen verbessern könnt, damit ihr das perfekte Volumen für euch herausfinden könnt. Obwohl die Pläne natürlich je nach Niveau genau das Volumen für euch vorgeben, aber um das Volumen eben fein zu tun. So, jetzt kommen wir mal zur nächsten Übung, und zwar Kabel-Curls umgedreht. Das ist wirklich eine Übung, die hat einige einzigartige Eigenschaften, und wenn ich nur einen Curl machen dürfte, dann wäre das genau der hier. Das wäre der einzige Curl, den ich machen würde. Denn hier hat man auch praktisch die volle Range of Motion, das heißt auf jeden Fall schon mal die volle Dehnung. Wenn der Ellbogen so ein bisschen mit nach vorne wandert, dann hat man auch die volle Kontraktion, ne? Volle Dehnung, volle Kontraktion, volle Dehnung, volle Kontraktion. Plus, man hat wirklich hier eine sehr, 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 sehr gute Widerstandskurve, die sehr gut zur Kraftkurve des Bizeps passt. Und deswegen kann man hier wirklich im gesamten Bereich eine sehr, sehr, sehr hohe und gute Spannung erzielen. Bei manchen Übungen, kennt ihr wahrscheinlich von anderen Geräten, habt ihr hier super viel Spannung, und hier wird es voll leicht. Ja? Oder andersrum, ihr habt hier voll viel Spannung und hier ist es leicht. Das heißt, ihr werdet immer im gleichen Punkt ans Muskelversagen kommen der Bewegung. Und das ist eigentlich nicht gut. Denn es kann sein, dass ihr eigentlich noch 5 Wiederholungen hier machen könntet. Aber dadurch, dass die Last da so schwer ist, kommt ihr eben nicht überhaupt dahin. Ne? Man kann das Problem lösen, indem man
partielle Wiederholung macht, aber viel cooler ist natürlich, wenn die Übung so eine gute Widerstandskurve hat, dass sie wirklich in jedem Punkt gleich schwer sich anfühlt und in jedem Punkt wirklich den Muskel maximal reizt und in jedem Punkt dafür sorgt, dass sie eben Gains macht. Und wie gesagt, hier der große Vorteil, du hast hier noch die volle Range. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir zur letzten Übung und dann haben wir die 5 Übungen drin. Komm mit. Jetzt machen wir was für den kurzen Kopf. Wir haben ja viel für den langen Kopf gemacht, was auch durchaus richtig ist, wenn man viel für den langen Kopf macht, weil er eigentlich meiner Meinung nach wichtiger ist. Und der kurze Kopf, der wird ja eh immer mittrainiert. Aber es gibt ein gutes Argument, wenn du sagen willst, du willst den kurzen Kopf besser ausprägen. Ne? Dann würde ich sagen, komm hier am besten mit, weil da ist weniger Platz. Mhm. Dann würde ich sagen, Preacher Curls. Ja? Hier hast du, auch wie bei Cable Curls, den Vorteil der konstanten Spannung. Das heißt, du hast überall Spannung. Aber dadurch, dass der lange Kopf jetzt in der aktiven Insuffizienz ist, kann der kurze Kopf oder muss der kurze Kopf besser arbeiten. Ich muss es, glaube ich, nochmal kurz erklären. Also der lange Kopf, der ist an der Schulter festgemacht und sorgt dafür, dass der Arm, ne, neben der Beugung auch nach vorne kommt. So nach vorne. Das macht der lange Kopf. Theoretisch könnte man dann auch, wenn man so macht, den langen Kopf so ein bisschen spüren. Ja, der wird ein bisschen kontrahiert dabei. Ne? Und das ist auch okay so. Kein Problem. Wir können uns das aber jetzt, also dieses Wissen, zunutze machen und bringen den Arm schon in eine Vorspannung. Ja? Wenn wir in der Vorspannung sind hier, dann ist der lange Kopf schon kontrahiert, richtig? Wenn ich jetzt noch in die Armbeugung gehe, dann kann er eben nicht mehr so viel mitarbeiten, weil er ist ja schon verkürzt. Und so kann man praktisch den kurzen Kopf fokussieren mit dieser Übung. Das kann man mit den anderen Übungen schlechter. Man kann das mit Kurzhanteln machen, indem man, Trick 17, sich nach vorne beugt und dann praktisch curlt. Denn dann ist der Arm auch im Vergleich zum Oberkörper leicht nach vorne. Ne? Dadurch, dass man den Hintern nach hinten schiebt, hat man hier immer noch Spannung. Weil wenn man ansonsten nur so curlen würde, dann hätte man nicht so die beste, den besten Widerstandsverlauf. So, Freunde. Hier hat man aber im Vergleich zu den Curls den Vorteil, dass man wirklich sehr, sehr viel Spannung über den gesamten Bewegungsablauf hat und nicht nur irgendwie oben oder sonstiges. Und deswegen kommt es auch in die Top 5, weil es eben eine Eigenschaft hat, die andere Übungen eben nicht haben. Und mit diesen 5 Übungen bist du eigentlich extrem gut ausgerüstet und solltest eigentlich, ja, richtig, richtig gute Bizeps-Gains machen. Wenn du trotzdem Probleme hast, den Bizeps auf Vordermann zu bringen, dann schau dir unbedingt das letzte Video an. Dort habe ich dir alle Probleme genannt im Bizeps-Training, die auftreten können, von dem richtigen Halten bis zu allen anderen Punkten, die man so falsch machen kann. Okay, wenn dir das Video gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Ich bin voll am Sweaten hier. Mein Gott, was ist das für ein Wetter heute, ne? Dafür gibt es einen Daumen nach oben, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Fragen in die Kommentare. Ich bin jetzt out. Ciao, ciao.